muss ich dem Poeten noch an Schmerzen zufügen. Hey, Poet! Zeig! Worte! Du bist nicht, sondern auch hässlich. Richtig hässlich. Du bist nicht nur hässlich wie ein Mann, ist der heiliger Baseballgott. Gib der Mutter einen Schläger, damit sie den Kerl in Form haut. Was für ein Typ. Was für ein Typ. Du bist ein... So. Du... Ein. So. Klar, schon. Aber ich sage es auf eigenartige Weise. Eigenartig? Eigenartig. Wer ist eigenartig? Na, du bist eigenartig. So sagt man. Oh. Keine. Hey. Hey, hey. So. Was Neues. Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Hier. Spraydosen. Du kannst sie mischen um... Herring! Herring! Octopus Herring! Ja, die gehören ihm. Stört dich das? Viele davon. Ich hasse dich. Ignoriere dich. Spucke dich an. Ich will nicht. Will nicht. Will nicht. Beruhige dich. Vergiss es einfach, okay? Was hat der bloß? Keine Ahnung. Gitarrenkasten um die Ohren hauen? Nein. Ich hätte da was. Vielleicht. Was Neues? Wie wär's mit kleinen Messern? Du kannst dich damit schneiden. Hier und da, wie es dir gefällt. Ich wiederhole. Ich wiederhole. Ah, okay. Sag nichts. Du hast dich schon. Was Neues? Oh. Gut. Willst du mal elegant aussehen? Nein. Okay. Kann auch schmerzhaft sein. Nein. Okay. Wir brauchen irgendetwas. Die bleibt genau dort. Schön wär's. So. Na. Flieg schön. Ich brauche irgendwas, was ihm unglaublich wehtun würde. Aber was? Was nur? Warte mal. Hat er das Ding eigentlich wieder fallen lassen? Nö. Nein. Fleißjacht hielt noch die eine oder andere Überraschung. Okay. So. Das rühre ich nicht an. Nein. Aus den Fläschchen trinke ich nichts. Ich leide unter Party. Fast so ordentlich wie man. Fische. Seltsam. Mal sehen. Hat sich denn irgendwas verändert? Jahre. Fünf. Monate, 6 Tage, 12 Stunden, 9. Nö, hat sich rein gar nichts verändert. Hotspots. Kamera? Du
kannst doch die Sachen nicht auf dem Boden liegen lassen. Murray, pass auf, wo du hintrittst. Da liegt meine Kamera. Um alles muss man sich selbst kümmern. Ah, warte mal. So. So? So? Bin ich Fotograf? Moment mal. Hey, Kleiner! Mary, 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 Mary! Mary! Haben wir Hinrichtungsformulare? Bringen Sie das Kündigungsformular! Und? Wie gefällt er dir? Er ist ungewöhnlich undenkbar. Undenkbar ungewöhnlich. Dan Murray ist für die Gesellschaft entbehrlich, urteilte Fly. Okay, gut. Oder so. Jetzt weiß ich, woher der Poet seine Lupe hat. Aus den Fläschchen... Nein, das... Obwohl er nicht als Pflanzenfreund bekannt war, ging Dan mit... So, Grünzeug. War irgendwo hier. Da. Ein Blatt. Vielleicht hat Toby es fallen lassen. Diese Haustiere machen leicht schlapp. Kann ich ihm das geben und dann greift Toby den an? Oder so? Nein. Ups. Das braucht er nicht mehr. So. Nein. Tisch? Das lasse ich nicht da. Okay. So, dann hätten wir eigentlich nur noch... Das? Toby stirbt im Herbst und wird im Frühjahr wiedergeboren. Ha. Jetzt kann ich gar nicht mehr verlieren. Wie? Was ist los mit dir? Dir bleiben nur 19 Tage, armer Kerl. Das ist wirklich eine geringe Lebenserwartung, entfuhr es Fly. Entspann dich. Hauptsache, ich erlebe den Kampf am Freitagabend noch. Dann ist alles gut. Was für ein Typ. So, aber das jetzt, da brauche ich jetzt wirklich die Hilfe, weil da komme ich ja die ganze Zeit nicht drauf. Wissen Sie, warum Dan Murray der beste Sportreporter Kaliforniens war? Weil er sich die Hände wund schrieb. Genauer gesagt schrieb er, bis er keine Nägel mehr hatte. Okay. Das möchte ich nicht kaputt machen. Ja, das habe ich aber schon versucht mit dem zu benutzen. Nein, die Schmerzen. Deine losen Verse beeinflusst. Hey, Poet! Irgendwelche Nachrichten? Pakete? Ich führe mal ein Kulturinterview. Eigentlich ist ja Sport mein Ding, aber ich probier's. Schmerzt es dich, dass Fly dich nicht als Versuchskaninchen angenommen hat? Es ist sein Team. Sein Team. Er ist der Chef. Er weiß besser als jeder andere, wie er es benutzen, führen
außer Gefecht setzen und einsatzbereit machen kann. In Anbetracht deiner Lage, wie wirken sich deine Wunden aus? Sie respektieren mich. Erhältst du genug Unterstützung vom Publikum? Das Publikum. Ohne das Publikum wäre ich nichts. Interview beendet. Entspann dich. Worte. Deine beklagenswerte Erzeugerin könnte keine Sekunde unter einem Dach mit dir leben. Was für ein Typ! Was für ein Typ! Die haben gesagt, dass meine Mutter weggerannt ist, als sie mich sah. Du müffelst schrecklich. Was für ein Typ! Was für ein Typ! Keinem. Trag mir eins. Ein Geil. Keine. Irgendwas. Ich wiederhole. Lass dir was. Hey. Wissen Sie, warum Dan Murray, der, weil er sich die Hände wundschrieb. Ja. Ich wusste nicht, dass El Chupacabras Attrappen trägt. Warum sollte ich das festbinden? Das da? Nö. Das möchte ich nicht. Das möchte ich. Ja, aber... Wissen Sie, warum... Weil er... Ja, aber das macht er ja nicht. Nein, die schmeckt... Ach! Der flippt aus. Na, irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke, die Dauer. Erzähl's mir. Mein Gehör, von 1000 Bienen schwer verletzt, explodiert mit Macht. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wunderbar. Komm mal her, Dr. Zeffelpuxerfly. Alles in Ordnung? So, Teststunde. Teststunde. Es sind noch zwei übrig. Was siehst du da? Ich dachte noch eins. Oh Mann. Mein Gehör, von 1000 Bienen schwer verletzt, explodiert mit Macht. Klasse Antwort. Mal sehen, ob du den letzten herausbekommst. Was siehst du da? Traurig. Das ist gar nicht... Tut mir leid. So, Gitarrenkasten? Das ist eine erstklassige Maxi-Bar, obwohl der Salzstreuer in Kaktusform schon witzig ist. Da ist für Flaschen, Gläser, Salz und Zitrone Platz. Strategisch angelegt. Warte mal. Mach das ja mal. Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Salz und Zitrone. Hm.
Na, irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke, die Dauer. Erzähl's mir. Wie ein ausgehungerter Zombie frisst mein linkes Auge mein Hirn. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. Danke, Freund. Wunderbar, jetzt haben wir wirklich alles. Endlich. Wir können uns teleportieren lassen. Und dadurch dieses Rätsel endlich lösen. Alles in Ordnung? Teststunde. Mal sehen, ob du den... Was siehst du da? So. Wie ein ausgehungerter Zombie frisst mein linkes Auge mein Hirn. Klasse Antwort. Gratuliere. Refly, du bist für die Gesellschaft so entbehrlich, dass du den Test hiermit bestanden hast. Aber werde nicht zu glücklich, sonst muss ich dich wieder feuern. Also, habe ich jetzt alles erfüllt? Na? Du hast den Test bestanden. Für die Gesellschaft bist du absolut entbehrlich. Da bleibt nicht viel, bis die Lichter ausgehen. Dan Murray, du bist das perfekte Versuchskaninchen. Klasse, dann mal los, grinste Dan. Los geht's! Dö-dö-dö. Scheint doch zu funktionieren. Da die Kabinen funktionierten, war Dans nächster Schritt klar. Er musste eine Kabine ins Domizil der Hohepriesterin Kromhaar schicken. Wie ich das hinkriege, denke ich, weiß ich auch. So. Und zwar ist ja hier unser Pinselmann fürs Rumschicken zuständig. Hallo, Superheld! Zurück, Erdling! Sie haben... Was? Eine Halle. Ich muss... zum... Ja, das... Bumm! Welch... Samt... Ah. Was? Na, du bist jetzt ver... Du bist da. Ja, wie verschicke ich das denn jetzt? Außerdem könnte Willy da sein und... Anklopfen? Hey, Poet. Was? Du bist ganz stark. Hey. Hey, hey. So, reden wir einfach mal mit Fly. Vielleicht können wir das einfach da rein teleportieren. Das wäre doch... eine andere Option. Alles in Ordnung? Ein Teleportersprung über schlappe 5 Meter ist was für Weicheier. Das ist wahrscheinlich wahr. Und wahrlich wahrscheinlich. Hast du einen Vorschlag? Ich kann doch keine Kabine einfach so herumstehen lassen. Das Lager der Villa. Da habe ich Zutritt. Dort ist sie sicher. Von mir aus, aber sie ist schwer. Entspann dich. Du sprichst mit Dan Murray. Ich kümmere mich um den Jungen. Und du stellst die Kabine ab und kommst raus. Alles klar? Gehört, analysiert und verstanden. Gut, dann los. Unmöglich, Dan. Ich kann keine Tätowierung von El Chupacabras entfernen. Und was ist mit der? Die ist kleiner. Nein, die Größe spielt keine Rolle. So, wunderbar. Da bin ich. Und was nun? So. Weiß nicht. Jetzt müssen wir das doch entfernen lassen, oder?
Hallo, Superheld. Zurück, Erdling. Sie. Eine halbe. Ich muss. Ist das Bumm. Ach, jetzt der. Das ist. So? Wie wär's, wenn ich die zum Sarkophag umspray? Ah. Aber nein, das würde ich nicht schaffen. Unmöglich. Aber Oktopus-Typ würde das schaffen, oder? Man sagt es ständig, aber man glaubt es nicht. Der Sarkophag ist noch da, Junge. Was machst denn du? Jetzt aber. Hallo, super. Im Lager steht ein Sarkophag. Stimmt nicht, Erdling. Ich hab dir doch gesagt, dass sie ihn schon mitgenommen haben. Lass dir gesagt sein, mit der Brille kannst du genau gar nichts erkennen. Ehrlich? Ehrlich, genau gar nichts. Nein, das vom Sarkophag. Im Ernst? Du hast sie also schon bestellt. Hoffentlich holen sie ihn ab. Ja, gut, seid vorsichtig. Und aufpassen, dass ihr die Wand nicht einfärbt. Also gut. Eleonora meinte, es wird dauern, die Kabine zum Tempel zu schaffen. Ich werde die Zeit nutzen und bereite mich auf den nächsten Angriff vor. Okay, wir sollen uns auf den Angriff vorbereiten. Das könnte ja interessant werden. Ui, schöner Tempel. Vor allem groß und wahrscheinlich... Ja, das heißt wahrscheinlich, er ist gefährlich. Wer ist das denn? Warum bin ich nur so gut zu euch? Mal sehen, ob ihr alles begriffen habt. Ich steige in den Sarkophag. Und dann verschließe ich ihn. Dann aktiviere ich den Mechanismus, der den doppelten Boden dreht. Ihr öffnet den Sarkophag wieder und das Publikum staunt. Ich bin nicht mehr da. Keiner ist da. Habt ihr verstanden? Herrin, wo sollen wir den großen Sarkophag hinstellen? Welchen Sarkophag? Sag mal, wie siehst du denn aus? Du hast 3 Sekunden. Nenn mir einen ägyptischen Herrscher. 1. 2. Menophis? Der 3. 3. So, und jetzt 4 teilen. Ich bin der allerhöchste Amenophis der 3. Herrscher über Ägypten. Quarterback vom Nil. Wertvollster Spieler der... Nein, stopp! Amenophis der 3? Der 3. Und zwar höchstpersönlich. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. So. Ich suche die Hohepriesterin Kromha, die Frau mit dem prächtigsten Vorbau, den es je gab. Sie steht vor dir. Baby, ich bin dein Mitternachts... Kameltreiber. Deine Unverfrorenheit bringt mich in Versuchung, aber warum sollte ich dir meine Gunst erweisen? Weiß nicht. Ich bin verloren, seit die klasse Frau, die meinem Leben einen Sinn gab, verschwunden ist. Und ich soll diese Frau sein, richtig? Du hast eine lose Zunge, Amenophis. Aber du hast Glück. Ich bin ja so gut. Begleite mich. Dan hatte es endlich geschafft. Er wurde in den Tempel der ewigen Illusion teleportiert. Und wenn ein Wunder geschehe, würde er es überleben. Aber leider war es eine Tatsache, dass die Zukunft nicht für alle so rosig aussah. Einen schönen guten Abend, Miss Eller. Haben Sie Hunger? 20. Wieso wurde ich betäubt? 12. Was haben Sie mir angetan? 1. Ich habe Kopfschmerzen und das linke Ohr tut mir weh. 4. Kommen Sie nicht näher, sonst beiße ich. Nun, der Schmerz wird in knapp einer Stunde verschwinden. Der Kapitän würde gern mit Ihnen dinieren. Ziehen Sie das an? Nein. Los. Heute haben wir den 1. Tun Sie es sonst. Am 1. trage ich nie schwarz. Sonst werden Sie unbekleidet essen müssen. Ich gebe dir recht. Ich finde, es ist doch eher dunkelgrau. Ich zieh's an.
Na, und wie fühlst du dich jetzt? Es war wunderbar, Amenophis. Mich hat schon lange kein Mann mehr so glücklich gemacht. Ist auch nicht mehr und nicht weniger, als ich verdiene. Schön für dich. Und jetzt? Jetzt bleibst du mein Gast. Ich werde gut zu dir sein und du wirst in alle Ewigkeit bei mir bleiben. Meine Liebe, ich bin eher für kurze Sachen. Den Eindruck hatte ich aber gar nicht. Ach was, reine Übungsfrage. Tu mir einen Gefallen, ruf deine Roboter zusammen und sag ihnen, sie sollen mir den Bühnensarkophag öffnen. Oh, man darf wirklich zu niemandem gut sein. Amenophis der Dritte. In diesem Haus wird nicht so einfach geöffnet. Vergiss es, ich bitte die Roboter selbst und du... Sie werden nie auf dich hören. Dr. Celsius hat sie so programmiert, dass sie nur dem Träger meines Kragens gehorchen. Den ich, wie du feststellen konntest, niemals und unter keinen Umständen ablege. Faszinierend. Tja, Dan sagte, faszinierend. Aber in Wirklichkeit dachte er, früher oder später wird das Kragendingens mir gehören. Denn wie es aussieht, brauche ich das Teil unbedingt, um Big Albert in Fleiß Labor zu teleportieren. Du bist mein Amenophis. Erfüll mir all meine Wünsche und du wirst auf ewig glücklich sein. Anderenfalls befrag das Orakel der Schatten. So, ich würde sagen, wir machen dann auch eine Aufnahmepause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!